Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag, der 14. März, und ich nehme euch heute mit. Mit der Kamera. Das hat auch einen guten Grund, denn für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, ein Tag, der Veränderungen bringt für mich, für unsere ganze Familie. Ja, ich habe mich beschlossen, also ich habe beschlossen, mich beruflich neu zu orientieren, und ja. Das bedeutet, dass ich heute die letzten bürokratischen Hürden regeln werde, und dann ist alles in Sack und Tüten. Und zwar habe ich beschlossen, einen Online-Shop aufzumachen. Und zwar einen Online-Shop mit meinen eigenen Produkten. Also das heißt, ich werde natürliche Produkte herstellen, sei es Brotaufstriche, Marmeladen, aber das darf ich nicht sagen, das sind Fruchtaufstriche und andere Sachen, also Würzpasten, und später kommen dann auch noch andere Sachen dazu, aber das ist noch nicht so ganz, das sind die Rezepturen noch nicht so ausgereift, weil das sind meine eigenen, da muss ich mich selber durchprobieren. Das sind meine eigenen Ideen, und ja, da muss ich mich halt so rantasten. Und auf Instagram habe ich auch, also Instagram habe ich auch schon einen eigenen Account für den Shop. Da könnt ihr euch schon mal durchstöbern und könnt mir auch entweder eine Privatnachricht schreiben oder per E-Mail Sachen vorbestellen. Und ich blende euch auch hier unten den neuen Instagram-Account ein, und dann könnt ihr euch da mal durchstöbern. Der Instagram-Account wird heißen Natürlich bei Familienzeit, so heißt auch der Shop. Und ja, ich bin gespannt, wie das von euch angenommen wird, wie ihr drauf reagiert, was ihr dazu sagt, ja, ob ihr meine Produkte haben möchtet. Ihr dürft mir auch gerne Vorschläge schicken, was ich mal ausprobieren kann. Also Ideen habe ich viele. Mal gucken, wie weit ich komme, was ich anbieten kann, was machbar ist. Das muss ich wahrscheinlich erst einspielen. Ich versuche das Ganze so weit es geht mit meinen eigenen, meinen eigenen, nee, Produkten, mit meinen eigenen Rohstoffen, also mit meinen eigenen Früchten, alles das, was ich halt selber anbaue, oder, aber das geht halt nicht im vollen Umfang. Also das ist, wenn ich aber Produkte zukaufe, dann sind das biologische Produkte, definitiv. Ja, aber ich versuche so weit wie es geht mit aus meinen eigenen Produkten die Sachen herzustellen. Und mal gucken, was mir so einfällt, was ich da so, ja. Also ich bin mega aufgeregt. Ich bin mega, mega aufgeregt. Also das ist so ein großer Schritt. Ja, ich weiß nicht, geht der Schuss nach hinten los. Also die Gedanken sind ja da, aber ich meine, wenn man von Anfang an negativ rangeht, ich sage mir im Moment, man kann es nur probieren, denn wer es nicht probiert, der hat ja von Anfang an schon verloren. Also ich probiere das jetzt einfach aus, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, wenn euch meine Produkte schmecken, wenn ihr was bei mir bestellt. Also ihr könnt auf Instagram schon mal gucken, was da alles so im Angebot ist bis jetzt. Und das wird ja auch jeden Tag täglich erneuert. Also da könnt ihr immer mal stöbern, immer mal gucken, was da so. Ja, also ich aktualisiere das eigentlich dann jeden Tag, und dann könnt ihr gucken, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und auf YouTube nehme ich euch sowieso mit. Also das heißt, dann könnt ihr auch mitverfolgen, wie die ganzen, wie das alles entsteht. Also das heißt, überhaupt, wie der ganze Anbau ist, wie, ja, wie ich Obst und Gemüse, wie ich das herstelle und so. Also, dass ich das selber anpflanze, dass ich alles selber großziehe, selber ernte. Und das ist mein Ziel. Also das ist so, ja, und das, und dann meine eigenen Rohstoffe verwende. So, jetzt wisst ihr Bescheid und wisst, was ich vorhabe, und dürft mich heute durch den Tag noch ein bisschen begleiten. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Haushalt, und ihr hört ein bisschen Musik.
zwar hier sind angekommen, und zwar ist das der erste Teil von meinen Hochbeeten. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat es schon gesehen, dass die Hochbeete angekommen sind. Im Moment können wir sie noch nicht aufstellen, aber ich freue mich riesig. Also das ist ja wunderschön, und es geht immer mehr in Richtung Selbstversorgung. Also es tut sich immer mehr. Das ist mein Ziel. So, wer mich schon ein Stück begleitet hat, das auch, hat die Nüsse schon gesehen. Das sind die Nüsse aus unserer letzten Ernte. Und daraus wird zum Beispiel ein fruchtiges Apfel-Walnuss-Chutney. So, der Haushalt ist jetzt erledigt. Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir uns auf. Jetzt muss ich meine letzten bürokratischen Schritte erledigen. Ja, und dann werde ich noch ein bisschen einkaufen gehen und dann hole ich die Luise von der Schule. Ach, zum Optiker muss ich auch noch. Also, wir sehen uns später. Ich melde mich nochmal. Es ist allerdings schon der nächste Tag. Ich konnte echt gestern vor Aufregung überhaupt nicht weiterfilmen. Also, ich war so aufgeregt. Aber die letzten bürokratischen Hürden sind jetzt genommen. Und ich zeige euch das auch gleich. Und zwar sind meine Etiketten gekommen und ich finde die so schön. Die Etiketten mit meinem Logo. Und ich finde die echt, ich finde die richtig super schön. Aber ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung sagen. Und dann zeige ich euch auch noch ein bisschen andere Dinge. Und zwar hat die Luise ja bald Geburtstag. Und da haben wir ein bisschen, hat sie sich ein bisschen Geburtstagsdeko bestellt. Das ist noch nicht alles. Also da kommt noch ein bisschen was, das ist nur der Anfang, aber ja, in 2 Wochen hat sie halt Geburtstag und da haben wir halt erstmal Einladungskarten und so ein bisschen was, aber jetzt zeige ich euch erstmal alles. So, nee, ich fange hier an. Und zwar hat die Luise hier so Einhorn-Einladungskarten sich bestellt. Sie wird zwar 13, aber... sie möchte unbedingt eine Einhornparty machen, auch mit 13. Das sind so LED-Luftballons, da hat sie noch, das sind jede Menge, weiß nicht, wie viele das sind. Also das ist jetzt nur ein Pack, das ist, das sind mehrere Packs. Und die sollen 24 Stunden leuchten, also die leuchten, wenn man sieht, da ist oben so ein Nippels, den macht man raus, dann pustet man, hier oben sieht man es, das ist so ein Nippels, wie so ein, das zieht man raus. Und dann pustet man die Luftballons auf und dann fangen die an zu leuchten und die sollen 24 Stunden leuchten. Und sie macht ja eine, also wir werden, denke ich, mit ihren Mädels ins Schwimmbad gehen, dann gehen wir nach Hause und sie macht eine Übernachtungsparty im Wintergarten. Und da werden wir den Wintergarten halt schmücken. Da nehme ich euch auch mit. Aber das ist jetzt nur der Anfang. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu und ich habe ja auch noch ein bisschen Überraschungen für sie. Das weiß sie jetzt noch gar nicht. So, und jetzt kommt's zu meinen Etiketten. Und zwar habe ich einmal hier diese Tafelkreide-Etiketten. Die möchte ich gern selber beschriften. Das ist, also die beschrifte ich handschriftlich, weil ich das einfach schöner fand. Und jetzt kommt's. Hier, das sind meine Etiketten mit meinem Logo. Und wie findet ihr die? Ich finde die so mega schön. Also das Logo, das passt einfach zu mir. Dieses Natürliche und so. Also ich finde, das passt absolut zu mir. Ich finde die mega, mega schön. Und das sind meine Etiketten. Und wenn ihr bei mir bestellt, dann werdet ihr mit diesen Etiketten auch bestückt. Also meine Waren. So, also ich finde die echt mega schön. So, jetzt habt ihr das auch gesehen und ich hoffe, ihr habt auch Freude an meinen Produkten. Stöbert euch mal durch. Ich werde euch alles, also Instagram und meine Website, ich werde euch alles hier unten reinschreiben. Und ich schreibe auch alles nochmal in die Infobox für euch, dass ihr es nochmal nachlesen könnt und die Seiten problemlos findet. Also dürft es keine Probleme geben, da könnt ihr euch schon mal durchstöbern, durch alles Mögliche. Und also ich bin mega aufgeregt, wie das Ganze angenommen wird, ich bin einfach aufgeregt. Das ist so ein großes Experiment, so ein großes Abenteuer für mich. Also ich habe heute auch,
Ich sehe ein bisschen furchtbar aus. Ich habe noch keine Schminke drauf, weil ja, bin einfach noch nicht dazu gekommen. Es ist früh morgens und außerdem muss ich mich ein bisschen, ja, beeilen muss ich mich eigentlich nicht, aber ich bekomme nämlich gleich Besuch. Ich habe eine Freundin zu Besuch mit ihrem Mann und wir haben uns seit 16 Jahren nicht gesehen und wir haben uns gestern das erste Mal wieder gesehen und ja, das ist wie als hätten wir uns nie aus den Augen verloren. Es ist einfach toll. Und ich möchte die Zeit heute noch ein bisschen genießen. Ja, da gibt es heute ganz viel Familienzeit mit Freunden. Und ja, wir genießen den Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich möchte mich hier von euch verabschieden und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und stöbert euch mal durch.